Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Jo, im letzten Part haben wir hier die Insel nochmal ein bisschen erkundet. Wir waren ja schon mal hier. Und, ich würde sagen, jetzt werden wir dieses Wrack da unten noch uns anschauen und nach Möglichkeit das da oben. Und mal schauen, was wir noch so entdecken. Jetzt haben wir einen tollen Weg hin und zurück zu unserem Zuhause, indem wir das Portal hier auf dieser Insel nutzen. Das war, glaube ich, hier drüben irgendwo. Werde ich schon wieder finden. Und wer hätte das gedacht? Alles super, alles toll. Vielleicht finden wir doch noch irgendwann noch Überlebende. Eine chinesische Kartoffel. Ah ja, da würde ich sagen. Wo ist es? Da. Scannen wir das doch mal. Einheimische Lebensform, chinesische Kartoffel und... Marmor... Was? Marmormelonenpflanze. Okay. Ah, ja. Also es gibt... Soll das heißen, Sachen, die aus China kommen, stammen in Wirklichkeit von dem Planeten hier? Warum sollte sie sonst chinesische Kartoffel heißen? Das ist ein... Also das ist ein Ohn an die Chinesen. Was haben wir hier? Ein Stasegewehr. Ja, das kannten wir schon. Tatsächlich, in der Tat. Außenbeetkasten. Aha. Ja, dann könnten wir mal unser Zuhause... Ja, dann könnten wir unser Zuhause ja mal so bauen, dass man auch quasi eine Terrasse dann mal haben. Ohne, dass wir... einen Tauchanzug brauchen. Mehrzweckraum! 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 Bauplan! Endlich! Endlich! Inventar voll! Aber endlich ein Mehrzweckraum! Ich bin gerade so glücklich. Wie kann das Inventar voll sein? Herrschaftszeiten noch einmal. Wegen was denn? Ach so. Laternenfrucht. Alt. Alt, alt, alt. Hauen wir es weg. Dann habe ich wieder Platz, weil das... Wow! Ja, hallo? Komm her. So geht das nicht. Komm her. Du bist auf Squash. Wenn ich dich treffe. Au. Jetzt habe ich dich. Jetzt gibst du Ruhe. Wo war ich? Mehrzweckraum. Mehrzweckraum. Ich bin so glücklich. Und eine zurückgelassene PTA. So. Ich brauche nochmal mein Scannerlein. Ein Mehrzweckraum. Ich bin so froh, endlich habe ich einen Mehrzweckraum. Ich habe mich nicht mehr getraut, daran zu denken. Eine lebende Wand. Ja, das ist nie verkehrt. Für guten Sauerstoff und so, ne? Also hier, schön bepflanzt. Ich tue mal ein bisschen Licht, ne, dass ihr auch was seht. Also hier schön. Mehrzweckraum. Ich baue jetzt 1000 Mehrzweckräume, glaube ich. Ja. Na, so viel nicht, aber 1, 2, 3. Ein Schlafzimmer und so, ne? Und das ist schon sicher drin. Ein Mehrzweckraum. Mein Gott, ich freue mich gerade. Bin ich froh, dass ich nochmal hierher bin. Echt. Echt. Wirklich. Wirklich. So, gibt's hier noch was für uns? Eine Versorgungskiste. Ich, wir haben hier Gegenstand nehmen. Batterie, glaube ich. Und noch eine zurückgelassene PTA. Werden wir dann gleich anschauen. Und noch eine. Leiter benutzen. Soll ich noch vorher probieren? Zwecks scannen noch irgendwas? No, da geht einmal nichts. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Leiter, ne? So, jetzt sind wir oben drum. Eine Tatenbox machen wir auf. Was? Ultra gleitfähige Schwimmflosse. Ja, danke. Nehmen wir gern. Nehmen wir gern, gern. Mei, bin ich gerade froh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. So, gibt's hier noch irgendwas für uns zum Scannen? Bitte? Nein? Vielleicht? Nichts? Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen uns die da oben noch an. Jetzt wird's eh hell. Gott sei Dank. Mei, bin ich froh. Oh, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin gerade echt heilfroh, dass wir den Mehrzweckraum gefunden haben. Wenn ich da jetzt reinfalle, ist das gesund? Eher nicht, ne?
Vielleicht komme ich nicht mehr raus, das wäre nicht so schön. Meerzweckräumchen. Nein, ich bin gerade echt froh. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Ich bin richtig, richtig froh. So, also darauf möchte ich gern, wenn es geht. So. Meerzweckraum, oh du lieber Meerzweckraum, la 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 la. Gleich werde ich dich bauen, la da da. Halt, nicht nach hinten hüpfen, bitte schön nach vorn. Bitte erklimmen Sie. Was sind denn das für Geräusche? Die gefallen mir nicht. So, ich gehe mal hier lang, in der Hoffnung, dass ich hier raufkomme, aber glaube ich nicht, ne? Da wäre das da drüben eher besser gewesen, ne? Hier zu bleiben und darauf zu gehen. Nach Möglichkeit. Ah, hier geht's noch weiter. Warte. Hier geht's noch sehr viel weiter. Sprint. Ja. Ja. Binke, Kappe. Ich lasse das lieber mal. Den nehme ich nicht mit. So, jetzt wird's immer steiler. Gefleckter Klapper. Brauchen wir nichts scannen. Haben wir alles. Okay. Gleich sind wir oben. Bin gespannt, was wir noch kriegen. Vielleicht gibt es sogar ein eigenes Schlafzimmer zum Scannen. So, wir sind einmal da. Guten Tag. Geht's dir gut? Da kann man gleich dreimal nehmen von der Kartoffel. Okay. Das ist nicht schlecht. Noch eine PTA. Aufenthaltsort. Okay. So zum Scannen schaut aus, ist nichts mehr. Wahrscheinlich wären die Blumentöpfe noch gegangen. Aber das haben wir ja schon. Und unser Meerzweckraum haben wir auch. Ich bin so froh. Ja, ich kann es nicht in Worte fassen. Ehrlich, ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. So, langsam. Hier schaut aus, dass nichts mehr. Also da unten waren wir, da oben waren wir. Gibt es noch irgendwo ein Wrackilein für uns? Da ist nur eine Verbindung zu hier. Es schaut nicht so aus, ne? Jetzt wäre halt nur noch gut zu finden, den Platz, wo wir hier wegkommen tun. War das da drüben irgendwo? Da drüben oder daher? Ja. Ja. Das muss ich jetzt suchen. Sonst muss ich hier rüberschwimmen. Und das ist ein Stück jetzt zu weit. Vor allem, weil, glaube ich, unser Motte noch da drüben ist. Ja. Ah, wenn wir schon mal hier sind. Gibt es hier vielleicht eine Aussicht auf eine weitere Insel? Eventuell da drüben, ne? Vielleicht gibt es hier auch ein Board zu da drüben, falls eine ist. Oder da drüben. Zu einer weiteren Insel jedenfalls. Wäre auch möglich. Alter, zum Erkunden gibt es halt echt viel. Aber ich sollte nicht so viel Zeit vertreten. Ich sollte nach Hause. Ich muss bauen. Der Grund, warum ich eigentlich hergekommen bin, den habe ich nicht gefunden. Noch. Magnetiten. Und ja, ich sollte noch ein paar Scannerräumchen bauen, hat es geheißen. Also an verschiedenen Stellen und Bereichen, um einen größeren Radius zu haben, um Sachen zu finden halt. Ne? Ja. Ja. Hätte, sollte ich machen. Ja. Gut. Aber jetzt wäre es mal wieder klasse. Sieht man, das, ja, jetzt wäre es halt klasse, wenn ich wieder zurückfinden könnte. Da oben bin ich rauf, aber mir kommt vor, von der anderen Seite, von da drüben, glaube ich, bin ich mal rauf. Wow, okay, langsam. Ich schau mal kurz. Oder war es doch schon hier? Warte, ich muss mal kurz rauf. Ein bisschen orientieren. Versuchen. So, hüpf. Na, das war schon von der Seite, wie ich rauf bin. An mir kam vor, ich wäre da irgendwie von da drüben hergekommen.
gehe mal einfach mal den Weg entlang. Also von da herüben bilde ich mir ein. Ich probiere einfach mal mein Glück. So, und von da drüben irgendwie kommt mir vor. So, glaube ich. Hüpf. Ich probiere einfach mal mein Glück. Ich habe zwar selten eins, aber ja. Ah, egal, da bin ich verkehrt. Ich glaube, da bin ich verkehrt. Da geht es nicht zu einer Höhle zufällig. Nein. Zum Strandele. Okay. Ja, das war nicht so schlau. Aber hier haben wir eine Höhle. Vielleicht bin ich da schon richtig. Na, Sackgasse. Okay. Naja, zur Not müsste ich da zurückschwimmen, auf was ich gar keinen Bock hätte. Uiuiuiui. Ist alles so verwinkelt. Ah, warte. Da fällt mir gerade ein. Da war doch dieses... Da war doch dieser See noch, ne? Oder Deich, wenn man so sagen möchte. Von da irgendwo müsste es gewesen sein. Also mehr mittig von der ganzen Insel. Warte mal. Da bin ich irgendwie ran. Da wäre ich fast runtergefallen, bilde ich mir ein. Nein, falsche Seite. Schande, ich komme nicht mehr weg. Ich will doch nur nach Hause. Aber ich kann doch mal schauen, was ich brauche, ne? Zum Bauen. Anscheinend wird mir eh schon schlecht, wenn ich das sehe. War das da drüben? Ah, ich und meine Orientierung. Scheißlich ungut. Halt, was war da? Achso, da war wieder die. Diese Frucht, dieser Pilz. Ein Knollenbäumchen. Ich hätte es gleich von der einen Seite. Hingehen sollen, ich Trottel. Aber irgendwo müsste das jetzt ja wohl sein, dieses Wasser hier in der Mitte, ne? Von der Insel. Und dort müsste dann die Höhle sein, wo ich mich wieder wegborden kann. Ja genau, das da habe ich gemeint. Und da müsste es jetzt aber irgendwo den Zugang dazu geben. Meine ich. Also ist die Frage, wie und wo. War das hier schon? Oder komme ich da nur runter, ne? Ja, ja. Ganz unten war sie nicht. Das war ja weiter oben. Kommt mir vor, ich hätte runterfallen können. Oder erinnere ich mich jetzt schon wieder falsch? Das könnte auch sein. Ach, Gottchen. Ich müsste mir da mal was hinstellen, damit ich das markieren kann. Vielleicht doch noch darüber. Ich bilde mir schon ein, dass das... Oh, ja, Durchstieg sind wir auch. Jawohl. Es wird wirklich Zeit, dass wir heimkommen. Ich bilde mir das schon ein, dass das hier irgendwo sein hätte müssen. Kruzifix. Nicht fluchen. Bäh. Jetzt bin ich wieder hier. Warte, es lädt gerade. Jetzt bin ich wieder da. So, da wäre ein Wegelein, aber nur ein kurzes. Da ging es weiter. Ich glaube, da bin ich auch verkehrt. Oder muss ich doch darüber? Warte, ich muss mal was saufen. Habe ich noch was mit? Irgendwas? Ja. Vital signs stabilizing. Das erstmal auch mal weg. Das auch. Das auch. Ja. Mahlzeit. Weg damit. Weg damit. So. Was, vielleicht doch da drüben? Ich hab's komplett vergessen. Ich schäme mich gerade. Was war das dann doch hier drüben? Es müsste eine Höhle irgendwo geben. Gibt's ja nicht. Darüber, darunter.
Ich habe keine Ahnung. Ah, da bin ich, glaube ich, auch komplett verkehrt. Hm, war da was? Warte. Das... Aha, hier. Warte. Ich wusste gerade, dass das Kinn irgendwie ausgeschlagen hat hier. Einheimische Lebensform, Ming-Pflanze. Das haben wir alles schon. Jetzt muss ich irgendwie noch umschauen. Jetzt schaut alles wieder gut aus, dass wir das haben. Aber ich fürchte, ich bin hier nach wie vor komplett verkehrt. Jo, ich fürchte, ich bin da ganz verkehrt. Ich glaube, da kann ich schon zurückschwimmen. Bin ich schon bald schneller, glaube ich. Finde ich nie mehr an hier. Muss ich im Part nachschauen wahrscheinlich. Aber ist ja wurscht. Es war jetzt nicht ganz umsonst. Ah, Laternenfrucht. Ich nehme eine mit. Zwei. Das hatte ich jetzt ja schon, ne, oder? Ja. Das hatte ich schon. Okay. Okay, da kann man das jetzt immer wieder ernten, oder? Schaut aus, es wächst recht schnell nach, hm? Mehrzweckraum, ja. Ja gut, okay. Ja, wenigstens verhungern tun wir nicht. Nom, nom, nom. Ich futter das noch schnell mal weg, bevor das kaputt geht. Und nehme mir nochmal hier was mit. Upsa. So, ist nochmal ein bisschen was. Und dann... Weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich zurück... schwimmen. Jetzt bin ich komplett im Kreis gelaufen. Das ist echt ungut. Aber das mit der Kartoffel gefällt mir. Da kriegt man echt viel Nahrung raus. Scheiße. Wo muss ich denn da hin? Ich und mein Schrumpfhirn. Ich bin nicht so ganz falsch. Das muss schon hier irgendwo gewesen sein. Mir das schon ein, dass ich hier nicht zu 100% falsch bin. Aha, hier hat noch jemand was angebaut. Können wir, wow. Also da können wir echt gut damit leben, ey. Davon leben vor allem. Da auch nochmal. Hey, wow. Okay, also da wäre schon bald besser, hier zu wohnen, ey. Als wieder zurückzugehen. Gleich hier nochmal was Neues aufbauen. So mit Verbindung zum Meer. Weil verhungern tun wir da sicher nicht. Weißt du, hier so was hinbauen, das wäre schon cool. Nie mehr Hunger leiden. Nie mehr. Das ist nicht schlecht. So, nom nom nom. Nom 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 und nom nom nom. Wir sind mehr wie voll. Hm, jetzt wird es wieder finster. Das ist nicht schön. Aber wie konnte ich denn jetzt den Weg versäumen? Ich mach mal mit Licht, weil jetzt wird es wieder finster. Wow. Wie konnte ich das vergessen? Ich bilde mir ein, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Wow. Ist da drüben nochmal ein Beet? Nee, schaut nur so aus. Bei mir kommt es vor, ganz unten war es noch nicht. Das war schon noch ein bisschen mehr her, also hier oben. Verflixt und zugenäht. Jetzt einfach mal runter, keine Ahnung. Da geht's nur da lang. Da komme ich nicht mehr rauf wahrscheinlich, ne? Oder doch? Hüpf, hüpf. Mann, ey.
jetzt aber. Jo. Ich werde dann mal nachschauen, wie es hier wieder weggeht. Es muss ja gehen, dass ich nochmal dieses Alien-Portal da nutzen kann, dieses Tor. Dass ich hier leichter hin und her kann. Wow. Ja, ist ja klar, dass du seitlich weghüpfst, ne, wenn ich gerade möchte. Das ist ganz logisch, ist das. Was ist los mit dir, ey? Du bist anstrengend, Freund. Ja, da will er nicht hoch. Ist ja wurscht. Ich werde schon einen Weg finden. Ja. Wie konnte ich das nur vergessen? Ah, macht nichts. Ich komme schon dahinter. Jo. Grübel, grübel und studiere. Ich hätte mir auch können noch eine Höhle anschauen, eventuell, wegen Magnetiten und so. Ja. Aber das verstehe ich nicht, warum man da nicht schön gerade aushüpfen kann. Das ist, warum er da wegspringt von der Wand. Das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch. In jedem Spiel kann man nach vor hüpfen, aber hier schnipft es einen zurück. Ganz komisch. Aber wir haben auch jetzt neue Schwimmflossen entdeckt, glaube ich, ne? Oh, ja, freilich. Ich schwimme gleich zurück, ich verspreche es dir. So, wie jetzt, wenigstens. War! Okay, das war jetzt zu weit. Einmal zu wenig, einmal zu weit, da weiß auch nicht, wie er möchte. Jetzt da, mach mit, hä? Mister, anstrengend. So, komme ich hier hoch? Nee, ne? Ja, ist wurscht, dann schwimme ich dann zurück, wenn ihr nicht mitschaut. Ich brauche einen Plan. Oder ich fange gleich an zu schwimmen, das könnte ich auch. Das ist so ein weiter Weg. Aber hier wäre es echt kamott gewesen, wenn ich hier ganz elegant rüber hätte. Oh, jetzt geht's. Aha, jetzt geht's. Auf einmal. Okay. Gut. Macht er doch noch, was ich möchte. Sehr gut. So, geh nochmal zurück auf den Weg. So. Gut. Aurora. Ist da hinten. Dann müsste unsere Insel ungefähr da drüben sein. Boah, das ist echt weit. Ich will da nicht drüber schwimmen. Ich hätte schon gern das Portal nochmal genutzt. Wow. Hier auf der Seite könnte es auch sein. Ich habe mich so ablenken lassen von den Wracks, dass ich komplett vergessen habe, mir den Weg zum Portal zu merken. Also es ist jetzt auch schon lange her, dass ich wieder spiele. Als Ausrede. Als klassische. Ich sollte mich echt besser vorbereiten, aber das vergesse ich jedes Mal. Ich denke mir, ja, ist ja noch zum Erkunden, das finde ich schon wieder an. Null Problemo. Und dann finde ich in Wirklichkeit nichts mehr an. Was mich selber jetzt gerade ärgert. Vor allem die Zeit, um die ist mir eigentlich schade. Aber sowas von nicht mehr finden, das ist unwahrscheinlich. Das ist echt unwahrscheinlich. Naja, dann können wir auch die Zeit vertrödeln, indem wir die Sachen, die wir gefunden haben, uns mal anschauen und durchlesen, würde ich mal vorschlagen. Haben wir immerhin schon wieder 15 Einträge. Also Basisinstallationen, Außenbeet, Kasten, die fortgeschrittene künstliche Blumenerde in diesem Beetkästen ist ein Nährboden für eine große Vielfalt und Menge fremder Pflanzen. Er kann an Land oder unter Wasser überall dort aufgestellt werden, wo Platz ist. Ah, das ist ja super. Kann man für innen auch verwenden. Innenbeetkasten.
Der Innenbettkasten ist, da er zum ausschließlichen Gebrauch innerhalb von regulierten Basismodulen vorgesehen ist, kompakter als das Außenmodell und enthält ein hydroponisches Nährstoffversorgungssystem. Ah ja. Dann Scheinwerfer, eine dauerhafte Lichtquelle zum Anbau an bestehenden Pasen und Einrichtungen. Schwenkt selbstständig in einem Bogen von 180 Grad. Bewegungsmelder erfasst sich bewegende Objekte in der Nähe. Bezieht Elektrizität von der Hauptenergiequelle. Das kann man immer brauchen. Schrott. Ein Schott trennt Segmente voneinander und verstärkt die strukturelle Integrität mit ihrem stabilen Titanrahmen. Es kann geöffnet und geschlossen werden, um Segmente im Falle von Feuer- oder Wassereinbrüchen abzudichten oder einfach nur für Privatsphäre. Quasi a Dirl. Ne? Daten-Downloads. Überlebende der Degasi. Aha. Oh Gott, da ist viel. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4. Ja, würde ich mal sagen, fangen wir hier mit Part 1 an. Degasi-Sprachaufzeichnung Part 1, Aufenthaltsort. This island is a godsend. Look out of the window. No predators, fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, Father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Aha. Okay, dann Part 2. Der Sturm. Saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again. And when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Ja. Kannibalismus schon bald, ne? Es ist aber nicht schön. Dann hätten wir hier was mit Part 4, aber da fehlt noch Part 3. Dann würde ich sagen, machen wir noch das hier mit dem Paul, ne? Was hier noch wäre? Chief's log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Maida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Maida salvage the Degasi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. No, passt.
Dann haben wir ja Zeit. Dann haben wir hier noch die Pflanzen. Eine Farnpalme. Und der Part wäre auch zu Ende, das passt wunderbar. Dieses Exemplar wurde erstmals in einem künstlichen Beet auf der Insel entdeckt. Die Art wird in keiner bekannten Pflanzendatenbank gelistet. Daher ist unklar, ob sie auf diesem Planeten heimisch ist oder nicht. Der Gencode teilt manche Eigenschaften mit anderen örtlichen Pflanzenarten, aber dies könnte eher das Ergebnis einer DNS-Übertragung sein als natürliche Evolution. Dann der Larvenkorb, eine orangefarbene Landpflanze, deren Fuß meist eine dicke, proteinreichen Schlamm enthält. Mahlzeit. Dies kann ein Hinweis auf einen fleischfressenden Lebenszyklus sein, bei dem Larven und Insekten von den hellen Blütenblättern angezogen werden, ihren Weg ins Zentrum der Pflanze finden und an den glatten inneren Blättern nicht mehr herausklettern können und letztlich verdaut werden. Dann die Mingpflanze, eine verhärtete Landpflanze. Der vasenähnliche Stamm schützt das Wurzelsystem vor Fraß und repariert sich mit der Zeit selbst. Das erklärt die charakteristischen Risse am Stamm. Da. Schön. Verwertbares, die chinesische Kartoffelpflanze. Kommt überall in den chinesischen Territorien vor, tatsächlich, wo synthetische Nahrungsmittel noch verpönt und große Flächen Ackerland vorhanden sind, auf denen sie kultiviert werden kann. Gentechnische Veränderungen vor der Expansion haben die Pflanze sehr anpassungsfähig für unterschiedliche Umgebungen und zu einem festen Bestandteil neuer Kolonien in der ganzen Galaxis gemacht. Beurteilung essbar. Tatsächlich ist wirklich chinesische Kartoffel. Okay. Ich dachte zuerst, das wäre gemein, also frech, ne? Den chinesischen Pflanzen gegenüber. Aber das scheint tatsächlich beabsichtigt zu sein. Ja, warum nicht, ne? Laternenbaum. Ein Geflecht einzelner Reben, die sich gegenseitig stützen. Die Pflanze wächst ausschließlich auf fruchtbarem Land. Jede Rebe produziert orangefarbene, laternenförmige Früchte mit geringem Nährwert und Wassergehalt. Beurteilung essbar im Notfall. Ja, das stimmt. Marmor-Melonenpflanzen. Ob man die essen kann, die sind sicher hart, wenn es schon Marmor heißt. Diese Pflanze sammelt Wasser aus der Luft, anstatt sich auf ihr Wurzelsystem zu verlassen und erzeugt große, fleischige Früchte, die sowohl essbar sind, als auch einen untypisch hohen Wassergehalt haben. Beurteilung essbar, hoher Wassergehalt. Okay. Ja, die wären echt cool zu züchten. Die Marmorpflanze, also generell beides, ne? Beides und alles. Die restlichen Einträge, die zwei lasse ich jetzt noch, weil da fehlt uns ja noch was in der Sammlung. Können wir uns später noch anhören, wenn wir es nicht finden sollten. So, jo, dann würde ich sagen, ich beende jetzt mal den Part hier und werde mich bemühen, dass wir zu unserem Zuhause zurückfinden. Optimalerweise nochmal mit dem Alien-Dings da. Und, weil das finde ich schon, keine Sorge. Und dann werden wir uns an das Mehrzweckräumchen wagen, würde ich sagen. Ich hoffe wirklich, dass ich keine Magnetiten dafür brauche. Ja, das Pfadfinderwerkzeug werde ich mir jetzt dann auch angewöhnen zu benutzen. Ultrakleidfähige Schwimmflossen werden wir uns dann jetzt auch demnächst jetzt bauen. Wir werden viel bauen, sobald wir die Materialien haben. Wo ist denn mein Mehrzweckraum? Hier, was brauche ich denn dafür? Titan. Gott sei Dank, nur Titan. Ach, ich hatte schon leichte Schwitzprobleme. Und das Observatorium werden wir uns dann auch bauen. Ja, alles wird gebaut. Nach Möglichkeit. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden den Part und im nächsten sehen wir uns bei uns im Zuhause wieder. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!